Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Risen 3 Titan Lord. Wir sind aktuell immer noch in der Zitadelle der Dämonenjäger unterwegs und quatschen uns hier so munter durch die Gegend. Ich guck mal, ob ich hier reingeschlichen komme. Hat er nicht gemerkt, sehr schön. Hat er nicht gemerkt, so muss es sein. Ich bin zwar direkt vor ihm da reingeschlichen, aber ist okay. Wir haben sein Goldsäckchen geklaut. Hammer, Pfeife, alles mitnehmen. Den geht's hier doch eh gut. Ah, hier, guck mal. Die haben das Prinzip Haufen. Haben wir zu Hause auch so, ne? Eine Gabel, da haben wir noch. Nein, nicht auf den Hocker, lass das sein. Hier, da, den magischen Kristall sollst du mitnehmen. Den Krug, den Löffel. Auch den Silberteller, den brauchen die auch nicht mehr. Hier noch irgendwas Wertvolles, noch ein bisschen Gold. Jawohl. Goldenen Pokal. Altes Wissen. Sehr schön, sehr schön. Und schon gehen wir wieder raus, ne? Na? Mehr! Burke! Mehr! Ja, alles klar. Burke! Burke! Okay, du bist Burke. Hi, Burke. Mehr! Burke! Mehr! Du scheinst nicht gerade gesprächig zu sein. Was willst du am Meer? Willst du zum Meer? Willst du aufs Meer oder was? Soll ich dich mitnehmen? Was willst du am Meer? Burke! Burke! Das führt zu nichts. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich glaube auch. Ohne Sinn und Verstand. Burke! Ja, Burke. Mal sehen, ob irgendjemand vielleicht weiß, was mit Burke los ist und eine Idee hat, wie wir das lösen können. Darf ich mich nochmal darüber erfreuen, dass er hier einfach... Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ja, mach mal, ne? Danke. Sorry, Leute, ist doch gut. Wo die gerade eh alle aggro sind, ne? Oh, oh. Mach so eine Scheiße nicht nochmal. Sorry, verpiss mich ja schon. Hau ihn um. Scheiße, die sind richtig aggro, Alter. Du kannst mir nicht entkommen. Doch, ist ganz einfach. Ich renne durch die Tür raus. Oh nein. So, durch die richtige Tür raus. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Mach schon. Ah, da geht's raus. Tschüss, ich komme wieder. Der will doch wohl nicht abhauen. Doch, das ist der Plan. Los doch. Oh, Kacke. Erstmal zur Hure gehen und mich ein bisschen bei ihr ausheulen. Hasenfuß! Hast du mich gerade Hasenfuß genannt? Abhauen hier. Fürchterlich ist das hier. Richtig schlechte Gesellschaft, ey. Richtig schlechte Gesellschaft. Ernsthaft. Richtig schlecht. Wo geht's denn da hoch? Ist einfach eine alte Kirche oder sowas. Okay, wo sind wir denn hier? Ist das der Weg zum Fischerdorf? Ja, da vorne ist das Fischerdorf. Du, dann pennen wir doch einfach mal bis zum nächsten Morgen, dann kommen wir wieder, ne? Ganz entspannt. Dann haben die das auch schon wieder vergessen und alles wird gut. Ja, keine Ahnung, nicht, dass sie da so aggressiv und unentspannt reagieren. Wer steht denn hier rum? Wenn wir schon mal hier sind. Ja, moin, Cisco! Verkaufst du so Router und sowas? Und Netzwerkgeräte? Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht. Nein, ich beraube keine Toten. Nein, ich beraube keine Toten. Gelogen. Tatsächlich nicht? Nun, das ehrt dich. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Wenn die Magier dir eine achtbare Aufgabe übertragen haben, fühle dich geehrt, Bruder. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern da. In mir kannst du alles nehmen, was du da findest. Nee, wir sind hier nett. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Schon gut. Ich will keinen Stress. Ich wollte sowieso noch woanders hin. Schon Bergkristalle gefunden? Schon Bergkristalle gefunden? Ja, aber woher weißt du davon? Faruko hat mich geschickt, sie abzuholen. Das trifft sich gut. Ich komme die nächste Zeit eh nicht nach Taranis. Ich habe 5 davon am Flussdelta im Westen gefunden. Hier, nimm sie.
Dankeschön. Was weißt du über die Magier? Was weißt du über die Magier? Vermutlich genauso viel wie du, Bruder. Sie beherrschen die stärkste Form der Magie in unseren Sphären. Stärker als dieser Voodoo-Hokuspokus. Und mächtiger als Runen. Und natürlich sind da noch wir Wächter. Wenn es einen Weg gibt, eines Tages die Titanen zu bezwingen, werden die Magier ihn sicher finden. Kannst du mir was verkaufen? Kannst du mir was verkaufen? Nein, ich habe nicht genug Sachen gefunden, um zu handeln. Alles klar. Ich wollte dich dann auch gar nicht beim Plündern stören eigentlich. Ne, war ja eh nur so ein Gag oder so, aber ist okay. Ist nett, dass du dich dran hältst. Das gefällt mir. Hallo. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In deinen Arsch. Nein, 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 nicht mit deinen Beinchen. Auch wenn sie ganz schön sind. Bestimmt auch sehr kräftig und so. Au! Junge. Wo ist eigentlich Bones? Was ist los mit ihm? Der hat sich gedacht, oh nee, Junge. Nur weil du da klaust, hau ich jetzt nicht ab. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann verpiss dich mal selber, kannst ja später wieder zurückkommen, Bruder. So wird's gewesen sein, ne? Bones, der alte Held. So, da sind wir wieder. Dann pennen wir mal kurz. Vielleicht kommt Bones dann auch zu uns zurück. Teleportiert wäre sehr schön. Gut, also, ja. Lief jetzt so semi-gut, sag ich mal. Ne? Die waren ein bisschen ungehalten, hat man gemerkt. Ne? So gut drauf waren die jetzt nicht. Aber ey, da können wir jetzt hier werfen. Schau mal. Lass mal Messer werfen. Lass uns Messer werfen. Willst du um Gold spielen? Ja, klar. Klar, gut. Und weil das dein erster Wetteinsatz ist, mache ich es interessanter. Schlägst du mich, lege ich noch was oben drauf. Schlägst du mich nicht, kriege ich deinen Einsatz und du bist die größte Wurst des Fischerdorfes. Alles klar. Los geht's. Wollt schon immer die größte Wurst sein. Ah, ja, schon mal gleich mal eine 4 reingemeddelt, ne? Gut, ich versuche mal mein Glück. Ist schon sehr spät hier bei mir, aber... Das wird schon. So. Oh. Ah, ja, ja, gerade noch so gezählt, du, ne? War knapp, aber hat gezählt. Oh, ist er mal wieder dran, hier. Plupp, eine 2. Ja, mal sehen, wer hier die größte Wurst vom Fischerdorf ist, ne? So, Bruder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, guckst du doof, ne? Hab geübt. Viel Wasser getrunken. So, schöne 1 jetzt. Sehe ich doch bei ihm hier. Oh, ne. Hat sich für die 4 entschieden. Na gut. So, ich versuche mein Glück nochmal mit der nächsten 5 hier. Wird schon werden. Zack. Ja, Punktlandung, Bruder. Komm, da wird eine 2. Da wird eine 2. Oh, nee, eine 3. Er hat sich doch für eine 3 entschieden. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Müssen wir schon in den oberen Bereich ran. So. Ah, ja, doch. Das läuft. Weil er sich am Aufregen ist, so. Wow, Junge, was war das denn? Jetzt kann ich ja gar nicht mehr verlieren. Trotzdem, wegen dem reinen Bestreben, versuchen wir natürlich hier trotzdem nochmal die 5 zu kriegen. Einfach nur, damit wir mal einen perfekten Lauf hatten. Mal schauen. Ich sollte das Spiel nur noch spielen, wenn ich müde bin. Oh, nein, 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 nein. Na egal, wir haben trotzdem gewonnen. Aber ärgert mich trotzdem. Guter Wurf. Du hast es mir aber gegeben. Nicht schlecht. Ja, danke. Und ich stehe zu meinem Wort. Boten-Ehrenwort. Hier. Dankeschön. Das ist das Boten-Ehrenwort. Dann machen wir weiter, ne? Ich gehe mal kurz pennen. Was ist mit dir eigentlich los, Angus? Sei vorsichtig da draußen. Immer, Bruder, immer. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ein Bett zum Pennen, weißt du? Weil die, wie heißen die denn hier? Die Dämonenjäger, weißt du? Oh, scheiße. Mara, was macht die denn hier? Die ist doch tot. Nö, ich hab gar keinen Bock mit der zu reden. Die ist so richtig blöd, ist sie. Mag die nicht. Oh. Hallo Mara, was geht? Oh, was ist es, dass es sich wagt, mich anzusprechen? Es? Kriech wieder unter deinen Stein, Mensch. Mhm.
Du musst ja eine ganz wichtige Person gewesen sein. Du musst ja eine ganz wichtige Person gewesen sein. Person? Hat es etwa Person gesagt? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich das auf der Stelle erledigen. Also besser für dich, wenn du wieder verschwindest. Hey, einen Moment noch. Und tschüss. Du willst doch hier nichts klauen. Nein, ich wollte pennen. Bis zum nächsten Morgen, hab ich doch gesagt. Das mit dem Durchschlafen, das klappt halt nicht so gut, ne? So, tschüss. Willst du hier nichts klauen? Schon längst alles gestohlen, weißt du so. Nö, nö, nix mehr. Ich hab schon alles geklaut. Die Insel ist ganz schön groß. Guck mal, wenn man überlegt, wir haben hier die Zitadelle. Dann haben wir diesen ganzen Bereich hier hinten, wo mit der kaputten Brücke. Dann haben wir hier das Titanengebiet mit dem Titanenlord. Hier irgendwie eine alte Ruine oder sowas. Also, hier gibt es eine Menge zu entdecken. Das wird noch spaßig. Bin mal gespannt. Ich bin gespannt. So, aber jetzt erstmal mal wieder rein da in die Zitadelle und mal geguckt, ne? Was sie so erzählen, wenn man die nicht gerade beklaut, ne? Dann sind die, glaube ich, auch ein bisschen entspannter drauf, ne? Oben war jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich gehe mal eben hier rein. Hier ist keiner. Geh mal kurz in den Schleichmodus. Nur falls doch jemand kommt, damit er es nicht bemerkt. Was ist das Ding, wo der Schmied hier mal unterwegs ist eigentlich? Oh, nehmen wir mal seine Schmiedehammer. Er braucht die doch eh nicht. Den Meißel braucht er auch nicht. So, was haben wir hier? Alte Geschichten. Ah, hier. Es gab einen Bogenschützen, der die Zielgenauigkeit der Musketen noch übertraf. Eines Tages verschwand er in einer Höhle am Strand von Kila. Interessant. Der alte Bogen. So, erstmal hier noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Ein paar Messer, ein paar Gabel. Ihr wisst ja, ich habe immer noch das Bestreben, irgendwann, eines Tages, mein eigenes kleines Restaurant zu eröffnen. Und dann wird das sehr hilfreich sein. So, oh, das reicht leider noch nicht. Das reicht leider noch nicht. Da kommen wir nicht ran, ne? 6? Nee, ist nicht. Bin ich zu scheiße. Unglaublich. Na gut. Kann ja keiner an. So. Jetzt nochmal checken. Hier hinten ist nichts mehr. Dann gehen wir da mal rein. Das war er hier mit seinem Laden, ne? Connor. Connor ist entspannt. Wir kommen wieder, Connor, ne? Hau rein. Hier drin war niemand. So, wen haben wir denn hier? Eldrick! Altes Gerippe! Schön, dich mal wieder zu sehen. Wollte ich den Besen hier eben noch klauen? Danke. Oh, warte. Der Besen ist nicht klaubar? Doch. Ja. Bisschen anstrengend, aber man schafft es. Eldrick, Junge! Ich komme gleich zu dir. Wollte nur eben einmal in deine Bude rein. Merkst ja eh gerade nicht. Wir schnacken dann gleich, Eldrick. Musst du erstmal hier deinen ganzen Kram einsammeln. So, solange das nicht stört, ne, ist das doch alles gut. Räucherschale. Eine Büste. Einmal seine Kiste aufmachen. Was denn da drin? Wurfzeug und Schnaps des Kämpfers. Nehmen wir alles mit. Eine Runenbank hat er hier bei sich im Büro. Eldrick, Junge! Harte Zeiten verlangen harte Entscheidungen. Du siehst ja ganz anders aus. Starker Spruch. Starker Spruch. Tja, ich wünschte, es wäre nur eine leere Phrase. Doch leider... ist es unser Los. Willkommen in Kalador, der letzten Bastion der dunklen Krieger, diesseits des großen Lavasturms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja. Ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das
ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Ach, frag nicht. Ist eine richtig dumme Geschichte, ne? Sag ich ja. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Wir waren auf Schatzsuche an der Krabbenküste. Unser Weg führte uns durch einen alten, zerfallenen Tempel der Eingeborenen und zu einer großen Schlucht. Am Ende der Schlucht tat sich plötzlich die Erde auf und... Eine Totenkopfhöhle! Und in ihr fandet ihr ein großes Tor aus reinstem Kristall. Richtig. Ja, den Rest scheinst du ja zu erahnen. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Währenddessen. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Was kannst du mir über Burke erzählen? Der ist ein bisschen gaga, habe ich das Gefühl. Was kannst du mir über Burke erzählen? Das ist doch... Warte mal. Einer unserer Neuzugänge, richtig? Also? Nun, egal mit welchen Problemen er sich gerade rumschlägt, wende dich an Drake. Meine Zeit ist begrenzt. Und ich kann mich um derlei Angelegenheiten nicht kümmern. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert aktuell die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Deswegen bin ich aktuell dabei, alle zusammenzutragen. Was macht denn ein Druide bei den Dämonenjägern? Ich bin auch verwirrt, Eldrick. Wir kennen uns ja noch, aber du hast dich verändert, muss ich sagen. Du hast dich eindeutig verändert. Du grinst auch nicht mehr so viel wie früher. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Das Wissen von Kalador soll mir helfen, meine Seele wieder zu reparieren? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Okay, wir werden gleich weiterreden, Eldrick, aber der Hahn, der ist halt gerade am Krähen hier und du weißt, was das bedeutet. Wir müssen, Eldrick, wir müssen
Wir müssen an dieser Stelle hier einen ganz kleinen gemütlichen Break machen. Meine Lieben. Oh, jetzt geht er erstmal in seine Bude rein. Ich dachte schon, er geht erstmal gucken. Ah, wurde ich beklaut oder was? Meine Lieben, wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.